Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Fahrrad-Video-Guide. Wir schauen uns heute an, wie man Brems- oder Schaltzüge wechselt. Und zwar machen wir das am Beispiel von dem linken Bremshebel hier vorne. Als erstes werden wir das Bremskabel von der Bremse lösen. Also diese Schraube öffnen, das funktioniert hinten bei der Bremse synchron und auch bei den Schaltungen ist es ähnlich. Dazu benutzen wir den Imbusschlüsselsatz von der Fahrradsäule, lösen die Schraube und ziehen dann das Kabel heraus. Als nächstes hängen wir nun das Bremskabel hier oben aus. Dazu drehen wir diese beiden Stellschrauben in Richtung des Schlitzes, sodass wir jetzt den Bremszug hier herausführen können. Das ist nicht bei jedem Fahrrad gleich. Bei manchen kann es auch sein, dass man das Gehäuse abschrauben muss mit einem der Schraubenzieher von der Säule. Jetzt können wir das Bremsseil aushängen. Dazu führen wir es einmal hier unten raus. Am Ende ist so ein kleiner Bleiklotz, der hier einfach eingeklemmt wird. Jetzt können wir das Seil aus dem Rohr herausziehen. Dann nehmen wir ein neues Bremskabel, führen es wieder in den Führungsschlauch ein und schieben es durch, bis der Bleiklotz wieder kurz vor dem Ende ist. Also so. Jetzt hängen wir den Bleiklotz wieder hier in die Führung ein und führen das Drahtseil wieder durch den Schlitz in das Gehäuse ein. Jetzt ziehen wir einmal am Ende, um das Seil zu spannen. So. Und drehen die beiden Schrauben wieder weg vom Schlitz, dass das Kabel nicht mehr herausspringen kann. Jetzt fädeln wir das Drahtseil auch wieder durch die Führung durch, die direkt zur Bremse geht. Bis zum Anschlag. Und hängen sie wieder in die Bremse ein. Als letztes müssen wir nun das Drahtseil wieder an der Bremse befestigen. Dazu öffnen wir die Schraube etwas mehr, halten das Stahlseil zwischen Schraube und Bremshebel, ziehen es per Hand schon etwas fest, damit es nicht rausrutscht. So. Und ziehen das Ganze mit dem Imbusschlüsselsatz wieder an. Anschließend müssen wir die Bremse nun noch einstellen. Das wird aber in einem anderen Video erklärt. Wie anfangs schon gesagt, funktioniert es auch synchron bei der anderen Bremse und auch bei den Schaltzügen. Dort muss man jedoch das Gehäuse öffnen, um den Schaltzug wechseln zu können.